Was sind Gütezeichen? Fragezeichen. Gütezeichen sind geschützte Zeichen. Und die Frage ist, von wem? Ja, von wem geschützt? Und so etwas Offizielles, das können nur machen Verbände und Gruppen von Herstellern. Ja, die kreieren solche Zeichen, Gütezeichen, Verbände und Gruppen von Herstellern. Und dadurch soll zumindest, ja, eine bestimmte Qualität oder bestimmte Umwelteigenschaften sollen hierdurch, ja, ich bin vorsichtig mit dem Wort garantiert, ja, also sollen hier versprochen werden, nennen wir es mal so. Ja, hier gibt es eine gewisse inflationäre Entwicklung, ganz klar, und ich bin skeptisch, ob diese Flut von Zeichen noch das hält, was sie verspricht, aber das ist die Idee, eine bestimmte Qualität. Und bestimmte Umwelteigenschaften, zum Beispiel ökologisch abbaubar, soll hierdurch garantiert werden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter dem Video. Der Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.